Los. 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 Vorwärts. Das mächtige Tirins, erbaut von den Kyklopen, jedenfalls der Legende nach. Ella! Ella! Komm schon! Ella, dann wollen wir mal. Und los. Komm schon. Los. Komm schon. Oh.
Das ist Hippokrates Klinik. Lian, gebabla. Apollon sollte dein Hippokrates persönlich zerschmettern. Aber Priester, Hippokrates achtet Apollon. Eine unverschämte Behauptung. Deine Worte sind wie Dolche, die man in unsere Gläubigen im Herzen sticht. Wollt ihr verderben über die Art? Pass auf, du bedeutungsloser Wurm. Sag mir, wo er ist oder bei Hera. Ich brenne diese Klinik mit dir darin nieder. Ich habe euch schon gesagt, was ich weiß. Ich verlange nicht viel. Hippokrates muss Demut zeigen, um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden. Er muss vor den Göttern knien und erklären, dass er seine Fähigkeiten von ihnen hat. Aber das hilft den Kranken nicht. Es hält ihn doch nur von seiner Arbeit ab. Wenn Hippokrates meint, die soziale Ordnung stören zu können, um sich selbst zu einem Halbgott zu erheben. Nun, vielleicht werden sich die Götter höchstpersönlich rächen. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund, so zu schreien. Wer bist du? Ich suche nach einem Mann namens Hippokrates. Und noch eine verirrte Anhängerin des Größenwahnsinnigen. Sag deinem gottlosen Meister, wenn er sich nicht bald öffentlich entschuldigt, wird diese Priesterin der Hera eine Armee der Gläubigen versammeln und ihn zum Schweigen bringen. Aus dem Weg! Oh, allen Göttern sei Dank, sie ist weg. Ich dachte, dieses Mal bringt sie mich um. Worum geht es hier? Ich bin Sostratos. Krysis beschuldigt meinen Meister Hippokrates der Gottlosigkeit. Und, ist er gottlos? Er glaubt, dass Menschen sehr viel mehr für ihre Gesundheit tun können, als zu beten. Sie können sich sogar selbst heilen. Faszinierend. Kann ich mit ihm sprechen? Leider nicht. Er ist nicht da. Ich muss Hippokrates treffen. Ist er wenigstens in der Argolis? Ja, aber er ist südöstlich von Heras Wache, um den Kranken und Verletzten zu helfen. Ich finde ihn. Wenn du dich auf den Weg zu ihm machst, kannst du vielleicht eine Kleinigkeit für mich erledigen? Kommt ganz drauf an, was?
Ich möchte, dass du ihm ein paar seiner Utensilien bringst. Er ist überstürzt aufgebrochen und vergaß sie. Ich kann das für Hippokrates mitnehmen. Ehrlich? Ich sorge dafür, dass alles ankommt. Ich danke dir sehr. Wie erkenne ich ihn, wenn ich vor ihm stehe? Folge der Straße südöstlich von Heras Wache zur Höhle des Pan. Er kann nicht weit davon entfernt sein. Such nach einer Schlange kranker Menschen. Er bekommt eine Glatze. Aber wenn ich du wäre, würde ich das nicht ansprechen. So viele Kranke. Kann ein Mann allein ihnen helfen? Ha!
Chere, benötigst du irgendetwas? Ich habe eine kleine Kostbarkeit, die meinem Bruder Glück in der Schlacht bringen soll. Aber in der Stadt haben es Diebe auf uns Hetären abgesehen. Und ich habe Angst, dass mir auf dem Weg etwas passiert. Und ich soll sie überbringen. Ganz recht. Er wartet darauf. Bin dabei. Dann kann ich ruhig schlafen. Mögen die Mäuren dir hold sein. Lieferung für dich. Von einer Hetäre. Zum richtigen Zeitpunkt. Lass mich dich bezahlen. Ich hielt es für eine Übertreibung, dass die Leute von überall kommen, um Hippokrates zu sehen. Die China-Gazin-Land.